Hallo Leute, heute haben wir uns dazu entschieden, einen Mega-Skittles zu bauen. Lassen Sie uns die Packung öffnen und sehen, woraus es besteht. Da sind so kleine Bonbons drin. Wenn man sie zerdrückt, wird klar, dass die Außenseite zerbrechliches Karamell und die Innenseite weich und zäh ist. Lassen Sie uns alles kaufen, was man zum Kochen für diesen riesen Skittles benötigt. Zuallererst braucht man viel Zucker, ganz viel. Und Butter. Dann gehen wir in die Gemüseabteilung. Wir brauchen ziemlich viele Zitronen. Wir wählen die größten reifen Wassermelonen aus und legen sie in den Wagen. Insgesamt werden 7 Wassermelonen benötigt. Wir fahren mit 2 Karren zur Kasse. Und wir entladen sie. Ein Bon über 162 Dollar kam heraus. Außerdem haben wir noch 30 Kilogramm Glukosesirup gekauft. Um es bequemer zu machen, gießen wir ihn in einen großen Topf. Ich habe extra etwas für dieses Video bestellt. Dies sind Acrylhalbkugeln. Sie werden als Form unseres riesigen Skittles dienen. Füllen Sie die Form mit Öl und verteilen Sie sie mit einem Pinsel. Wir legen alles mit Pergament aus. Wir machen ziemlich tiefe Schnitte entlang der Kanten und legen es sorgfältig in die Form. Dank des Öls haftet das Pergament gut. So klebt alles fest in den Innenseiten der Halbkugel. Fertig! Es ist toll geworden. Wir stellen den Topf auf die Waage und schieben 150 Gramm Glukosesirup hinein. 350 Gramm Zucker einfüllen. 100 Milliliter Wasser einfüllen. Wir stellen es auf den Herd und kochen den Sirup. Verwenden Sie unbedingt ein Thermometer. Wir warten darauf, dass die Temperatur 147 Grad erreicht. Fertig! Gießen Sie nun etwas lila Lebensmittelfarbe auf einen Teelöffel, dann mit Karamell mischen. Die Acrylform mag keine großen Temperaturschwankungen. Um sie zu erhitzen, drehen wir das heißeste Wasser auf und füllen das Bad. Wir senken die Form ins Wasser und füllen erst jetzt das Karamell ein. Ja, so werden wir die Form noch sehr lange ausfüllen. Wir beschließen, eine doppelte Portion zuzubereiten und sogar in 2 Töpfen gleichzeitig. Wir stellen alles auf den Herd, kochen und färben alles bis zur gewünschten Temperatur. Wir schicken die zweite Form ins Bad. Gießen Sie Karamell über die Wände. So, wir haben 7 Stunden lang gekocht und Karamell eingegossen. Irgendwann geriet alles in die Schieflage. Und ich musste alles nach und nach mit einem Spatel abdecken. Wir senden die Formen in das Studio zurück. Wir haben bereits die äußere Schicht der Süßigkeiten gefertigt. Jetzt müssen wir den inneren Teil machen. Skittles haben viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir beschließen, unsere eigene zu machen. Wassermelone. Und eine so kräftige mechanische Presse wird uns dabei helfen. Wir hauen die Wassermelone in unsere Presse, aber waschen vorher gründlich den Schmutz ab. Wir geben die sauberen Wassermelonen in einen riesigen Topf. Wir installieren eine Mulde unter der Presse. Und oben ist hier so ein Metallfass. Wir nehmen eine Wassermelone, schneiden die Ende ab und legen sie dann auf die andere Seite.
Stellen Sie sie senkrecht auf und entfernen Sie die gesamte grüne Schale. Alles, was uns noch bleibt, ist das Wassermelonenfruchtfleisch. Wir werfen es ins Fass. Mit einer Metallplatte bedecken wir alles. Wir nehmen eine andere Wassermelone und reinigen sie auf die gleiche Weise. Wir schicken sie auch ins Fass auf eine andere Platte. Im Voraus stellen wir unten eine leere 20-Liter-Flasche mit einem Trichter hin. Wir fangen an, die Schraube zu drehen. Wir achten darauf, dass alles sauber abschließt und nichts durchdringen kann. Und der Saft lässt sich sehr leicht auspressen. Es fällt alles hinein und fließt in den Kanister. Wir straffen die Presse mit aller Kraft. Bei 2 Wassermelonen stellte sich heraus, dass der Saft nicht ausreicht. Wir beschließen also, 3 Wassermelonen auf einmal zu schälen und jede davon in Stücke zu schneiden. Wir laden sie in die Trommel und belegen sie mit Eisenscheiben. Wir quetschen alles aus. Wir putzen noch eine Wassermelone und pressen den Saft heraus. Es stellt sich heraus, dass wir fast eine volle Flasche bekommen. Aber ich möchte, dass mein Skittles sauer wird. Also den Saft aus den Zitronen auspressen. Zuerst rollen wir sie mit unseren Händen auf dem Tisch, um die Struktur im Inneren zu zerstören. Dann schneiden wir sie und pressen den Saft direkt mit unseren Händen aus. Wir schicken den gesamten Saft durch ein Sieb in eine Flasche. Als wir im Studio ankamen, setzte sich der Saft ab und der rote Teil war unten. Wir haben uns entschieden, schon mal zu probieren. Der Geschmack hat sich überhaupt nicht geändert. Echter Wassermelonensaft kann auch transparent sein. Schütteln Sie die Flasche gut und die Farbe kommt zurück. Für das innere Karamell benötigt man 4 Aufläufe. Gießen Sie jeweils 150 ml Wassermelonensaft hinein. Dann 200 Gramm Glukosesirup. Und je 300 Gramm Zucker. All das stellen wir auf den Herd. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Thermometer in einen der Töpfe legen. Das Karamell kocht. Sie können alles in Ruhe lassen. Wir warten einfach, bis die 123 Grad erreicht sind. Wir öffnen die Butter. Schneiden Sie in kleine Stücke. Und legen Sie nacheinander in die Töpfe. Auch ein Teelöffel weißer Farbstoff. Wir mischen. Fertig ist das Karamell. Wir füllen es einfach in die Form. Ihr habt keine Ahnung, wie lange wir das alles gekocht haben. 1,5 Tage. Schließlich sind die Formen ausgefüllt. Erst einen Tag später kühlte das Karamell vollständig ab und bekam die gewünschte weiche Konsistenz. Verwendet ein Messer, um die unebenen Kanten des Karamells abzubrechen. Bedecken Sie eine Halbkugel mit Pergament. Legen Sie ein Brett drauf und drehen alles um. Wir entfernen die Form, reißen das Pergament raus und geben die Hälfte unserer Süßigkeiten zurück. Das Gleiche sollte mit dem zweiten gemacht werden. Am schwierigsten wird es nun, die ganze Masse in die andere zu übertragen. Dann passiert das Schlimmste. Die Halbkugel springt aus der Form und wir hören ein Knirschen, was uns stark alarmiert. Wir versuchen, die beiden Hälften zu verbinden.
Wir reißen das Pergament ab und sehen, dass das äußere Karamell gesprungen ist. Wir sind sehr verärgert. Nun, was können wir tun? Wir versuchen irgendwie die Füllung zu behalten. Wir übertragen sie in eine Form. Wir müssen das äußere Karamell erneuern. Aber diesmal machen wir es anders. Wieder bedecken wir die Form mit Pergament. In die Mitte einen mit Pergament beklebten Ring legen. Erwärmt die Form gründlich mit einem Föhn. Nochmals lila Karamell aufkochen. Dann geschieht etwas wirklich Schreckliches. Auf einmal explodiert das heiße Karamell mit solcher Wucht, dass das Gitter der Haube zerschlägt. Die Decke und das halbe Studio ist bespritzt und schlug mir sogar ins Gesicht. Mit schweren Verbrennungen und Augenverletzungen brachte mich der Krankenwagen ins Krankenhaus. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie mein Gesicht aussieht, dann folgt dem Link auf der Beschreibung und geht auf Instagram. Ich muss gleich sagen, dass das Spektakel nichts für schwache Nerven ist. Mein Vater wird das zu Ende bringen, während ich mich erhole. Gießen Sie das lila Karamell in die Seiten der Form. Feilen Sie die Kanten ab. Wir drehen die leere Halbkugel um. Wir reißen das Pergament ab. Und nehmen den Ring in der Mitte heraus. Überschüttet die Ränder der unteren Halbkugel, während das Karamell noch heiß ist. Nun verbinden wir die beiden Hälften ganz vorsichtig und sanft. Noch einmal gehen wir mit dem Karamell durch die Fugen. Wir verwenden alles, was wir haben. Mit einem Messer schneiden wir Stücke heraus. Wir füllen unser Skittles bis zum Rand. Schließ die Oberseite mit einem Deckel. Füllt die Fuge mit Karamell. Den Überschuss schneiden wir einfach mit einem Messer ab. Wir erhitzen unser Skittles außen mit einem Brenner, um die kleinen Chips und Karamellkrümel zu schmelzen. Auf ein Pergamentblatt ein großes S skizzieren und weiße Schokolade im Dampfbad schmelzen. Wir ziehen alles in eine normale Spritze. Zeichnet auf diese Weise zuerst den Umriss des Buchstabens und füllt ihn dann aus. Wir warten ab, bis die Schokolade hart wird. Wir übertragen sie auf die Süßigkeiten. Fertig. Endlich sind die riesigen Hälften fertig. Wir haben viel Geld, Zeit und vor allem unsere Gesundheit in die Vorbereitung investiert. Wenn mein Vater mir nicht geholfen hätte, wäre dieses Video wahrscheinlich nie fertig geworden. Unser Skittles wiegt 78 Kilogramm. Brechen wir es auf. Versuchen wir zwei Komponenten gleichzeitig. Den oberen mit Karamell und den inneren. Leckeres, schönes Karamell. So süß wie das Original. Und es hat einen leichten Wassermelonen-Nachgeschmack. Wenn wir 250.000 Likes für dieses Video erhalten, werden wir erneut überlegen, wie wir euch überraschen können. Auf Wiedersehen und bis bald, liebe Freunde.